Teil 2 von meiner Haul aus dem Februar, Januar, sage ich jetzt mal. Heute habe ich dabei den Abschlussband, Band 50 von Chihara Furu. Und das Besondere ist, dass dieser Abschlussband eine originale Unterschrift von Yuki Suzuku enthält, also der Autorin von Chihara Furu. Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Es war so, dass sie geschrieben hat, als dann der Abschlussband rausgekommen ist, dass sie zur Feier und dass die Fans so treu waren, 1000 Bücher unterschreiben möchte und hat das dann auch auf Twitter kommentiert und auch gezeigt, wie die Bücher dann bei ihr ins Büro angekommen sind, was sie denn so macht und wie viel Zeit sie da wirklich reinsteckt, jedes einzelne Buch mit einem Stempel zu versehen, das zu unterschreiben und dass sie da bei Snacks isst und so weiter. Also ich fand, der Band war da schon über 2 Wochen raus und die hat dann halt ein bisschen länger gedauert. Also insgesamt hat sie, um diese 1000 Bücher zu unterschreiben, mehr als eine Woche gebraucht, aber was schon beachtlich ist. Und sie hat halt bei manchen Büchern auch eine kleine Zeichnung reingemacht und so weiter. Je nachdem, wie sie gerade in Lust und Laune war, sage ich jetzt mal, welche Nummer ich bekommen habe und so weiter, das seht ihr dann noch mal später im Video. Für mich ist Chihara Furu immer noch in meiner Top 10 All-Time Favorite Manga und als ich das gesehen habe, dass die Chihara Furu Foundation, das ist so ihr Webshop, sage ich jetzt mal, wo sie das dann selbst verkauft, 150 von den Exemplaren verkauft, mit dem Kurata-Spiel, was ihr dann gleich noch sehen könnt und so weiter, für 7000 Yen, also unter 60 Euro, habe ich das dann bezahlt. Ich wollte schon immer mal ein Kurata-Spielset haben. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Once-in-the-Only-Offer, sage ich jetzt mal. Ich schlag da jetzt sofort zu. So, dann gehen wir auch in die Haul rein. Also die ersten beiden Stücken sind so Grußpostkarten, Dankeskarten, sage ich jetzt mal. Ich finde es jetzt schön zu haben, aber es ist auch nichts, wofür ich diese Spezialedition gekauft hätte, sage ich jetzt mal. Wofür es sich aber mehr gelohnt haben könnte, ist dieses Tenogoi, was ihr hier sehen könnt. Das ist ein traditionelles japanisches Handtuch aus dünnen, farbig bedruckten Baumwollstoff. Beim Kendo wird dieses Tenogoi auf den Kopf getragen und wird halt dazu verwendet, es dient als Schweißfänger und zur Schlagdämpfung. Und auch Kurata-Spieler können sich damit dann Schweiß abwischen. Es sieht jetzt hier nicht so groß aus, aber würde ich das auspacken, wäre das 90 x 35 cm groß und dient halt dazu, dann Schweiß abzufangen, beziehungsweise dann den Schweiß von der Stirn zu wischen. Das nächste schöne Stück ist dann hier dieses kleine Special Booklet. Das gab es dann halt zum Abschlussband in einer Special Edition mit dazu. Und es hat ein paar Farbillustrationen mit drin und ein paar Illustrationen, wie dann der Abschlussband entstanden ist. Keine Sorge, ich blätter das schnell durch, da sind jetzt nicht wirklich Spoiler enthalten. Und ich fand halt diese Farbillustration dann doch nice to have. Auch manche Illustrationen sind Illustrationen, die so nie auf den Covern oder so erschienen sind, sondern hat sie dann extra angefertigt für eine Art Exhibition und man hat dann halt durch dieses Booklet die Möglichkeit gehabt, die trotzdem zu haben. Was ich wunderschön an diesem Booklet finde, ist auch ein bisschen diese Aufmachung, Gestaltung. Wie ihr sehen könnt, hat das hier so einen kleinen Gold, Schimmergold dran, sage ich jetzt mal, und so Blumen drumherum. Das fand ich dann doch wirklich schön gemacht und man spürt auch das Relief. Hier kommt der Moment of Truth, sage ich jetzt mal, für alle, die sich wundern, hat er eine Zeichnung bekommen oder nicht. Also ich war auch super aufgeregt, als ich das dann aufgemacht habe, um zu gucken. Und leider nein, keine Zeichnung drin gehabt, aber ich bin nicht enttäuscht. Ich freue mich, ich habe Nummer 49 bekommen. Und da habe ich mich dann doch ein kleines bisschen geärgert, dass es nicht die 50 geworden ist, weil es ist der Abschlussband Nummer 50 und wie cool wäre das dann zu haben, dass man quasi die 50 als Band mit der Nummer 50 unterschrieben hat. Wär schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Hier ist dann die Kurata Box, also die Kurata Karten und es sind 100 Karten. Es werden ja immer nur 50 ausgespielt und deshalb finde ich auch so ein bisschen schön, dass die Serie mit 50 Bänden, sage ich jetzt mal, geendet ist, weil so hat man quasi, weil jedes Kurata-Spiel immer nur 50 Karten ausspielt, 50 Bände, ist eine schöne Symbolik, sage ich jetzt mal,
finde auch schön, dass die Cover immer nach den Gedichten designt wurde. Also ich würde sagen, so die beliebtesten 50 Gedichte, auch so die, die in der Serie am meisten vorkommen, haben dann die Cover-Illustration übernommen. Die Leute, die die Serie gesehen haben, weiß, dass man mit bestimmten Karten bestimmte Muster, bestimmte Farben und so symbolisiert. Und das finde ich immer an den Covern schön umgesetzt. Dann danke fürs Zuschauen und Zuhören. Kennt ihr Chihara Furu? Also ich möchte da unbedingt nochmal eine Manga-Review zu machen. Wenn ich das dann re-reade, ist jetzt erstmal bei mir nicht so hohe Prio, weil ich erst letztens den Abschlussband gelesen habe und das erstmal emotional verdauen muss, bis ich das dann wieder starte. Aber für mich ist die Serie, wie gesagt, in den Top 10 und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal auf mehr freuen.